dem Scheißhaus vergessen. Schuldig. Entschuldigung. Oh, ist das etwa dein Ring? Komm und hol ihn dir, kleiner Hengst. Verschärft! Wieder 100 Punkte! Oh, jetzt kann ich den Drehsprung! Also, ich fand das entzückend. Bitte alle Hausbewohner umgehend ins Wohnzimmer. Da wir 5 Tage lang kein Verbrechen begangen haben, wurden wir mit einem neuen Haushaltsgegenstand belohnt. Ich hoffe, es ist eine neue Stereoanlage. Unsere ist schon alt. Scheiß ich, AG. Mitbewohner, eure Belohnung ist... Komm schon, ein Fernseher! Ein brandneuer 36 Zoll Plasma-Nähmaschinenpreis! Oh ja. Ganz toll. Hey, Mr. Superheld, wir können uns doch einen Fernseher nähen. Das ist ja wohl fast so bescheuert wie der Bullshit, den ich mir als Nachhilfelehrer anhören musste. Aber ernsthaft, die Kinder geben ihr Bestes. Jetzt gleich bei Drawn Together. Oh, geil, dieser asiatische Wurm hat das Nähen drauf. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Spanky Ham. Und du bist? Tja, Mr. Asiatischer Laberkopf, ich hätte dir eine Geschäftsidee vorzuschlagen. Ich war der Meinung, die Nähmaschine war ziemlich lahm, aber einer war zufrieden. Ich rede natürlich von der Schwuchtel. Ich bin so glücklich, dass unsere Belohnung eine Nähmaschine ist. Endlich kann ich meinen Teekannenwärmer fertig machen. Habt ihr schon mal sowas Bezauberndes gesehen? Mann, du bist der schwulste Videogame-Abenteurer, den ich kenne. Weißt du was, Superheld? Die Witze, die du immer machst, können sehr verletzend sein. Sei stark, Sander. Sei stark. Atmen. Komm schon, Sandy. Wir wissen alle, dass du schwul bist. Du musst uns nicht weiterhin anlügen. Ich hab früher so getan, als wäre ich nicht schwarz. Ich hab einfach allen erzählt, ich wäre in einen Topf Schokopudding gefallen. Du meinst, das ist gar kein Pudding? Hab ich dir gesagt, du sollst mit dem Lecken aufhören? Aber Xander, irgendwann musste ich mich der Wahrheit stellen. Und das solltest du auch. Entschuldigt mal, Leute. Ich bin auf der ewig währenden Mission, meine Freundin zu retten. Ist das denn nicht Beweis genug? Wie wäre es damit, Freunde? Acme-Schwulentest? Worauf warten wir noch? Na schön, Frage Nummer 1. Bist du schwul? Aber nein! Frage Nummer 2. Hast du was gesagt, Homo? Zuallererst, Foxy, bin ich kein Idiot, alles klar? Darauf werde ich ganz sicher nicht antworten. Und zweitens ist das, warte, was? Sag mir das Erste, was dir dazu einfällt. Geiler Gockel, Pferdeschwänze, China-Nudel, Spechte, Andi, Stämme, gestreifte Eiercremeschleuder, einäugiger Freudenfühler, Hausmacherwurst mit Handfeuerwaffe, kratzlila Pferdearschwurzel. Wir werden namhafte Sportschuh-Imitationen herstellen und wir werden sie Aldi das nennen. Aber unsere Schuhe werden größer sein und cooler und viel sportlicher. Schaffst du das, kleines Frettchen? Geht doch! Brave asiatische Arbeitskraft. Wir werden große Taten vollbringen. Genauso wie Fatman und der kleine Robin. Oh, hi. Ja, und jetzt mach 100 weitere Paare, und zwar große. Die werden nämlich nicht an diese winzigen Asiaten-Mädels verkauft, auf die ihr so steht. Tja, nach diesem schwulen Test zu urteilen, bist du zweifellos schwul. Natürlich ist Sander schwul. Was gäbe es sonst für einen Grund, so einen heißen Feger zurückzuweisen? Na, weil du fett bist und niemand steht auf fette Bräute. Hui! Hey, ich stehe auf fette Bräute. Scheiß ich, AG. Zeig mir noch mal die Schachtel. Hey, dieser Schwulentest ist für 6- bis 12-Jährige. Der ist für mich nicht geeignet. Sander hat sich nach wie vor geweigert zuzugeben, dass er schwul ist. Also habe ich die Bibel aufgeschlagen und dort fand ich den einzig wahren Test für sexuell Unentschlossene. Die mysteriöse und tödliche Waldbestie. Waldbestie. Tief in diesem Baumstumpf lebt die allwissende Waldbestie. Wähle ein Loch aus und stecke deine Hand hinein. Sollte die Bestie dich beißen, dann ist es wahr. Dann bist du in der Tat homosexuell. Ah, mein Arm! Ah, ich bin schwul!
Ausländer. Bitte komm endlich raus. Es ist völlig in Ordnung, dass du schwul bist. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Ganz recht, Xander. Es ist nicht deine Aufgabe, dich zu bestrafen. Lass das Gott erledigen. Verschwindet, Leute! Ich mach noch einen schwulen Test. Was? Der einzige Test im Badezimmer ist ein Schwangerschaftstest. Oh, toll. Jetzt habe ich zwei Probleme. Mann, was denn das für ein Bullshit? Der Kleine muss jetzt ein für alle Mal der Realität ins Auge blicken. Und ich weiß auch schon, wie wir das anstellen. Eine Schwulenfeier! Überraschung! Eine Schwulenfeier! Xander Schnuckel, sieh dich doch hier mal um. Alles, was das Sonnenlicht berührt, ist schwul. Ist doch logisch. Xander musste sich einfach mal unter schwules Volk mischen. Nicht so schüchtern. Heiliger Fruchtjoghurt, du bist ja eine absolute Zuckerschnecke. Wow, und was für ein Hinterteil. Oh, hallo, 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 Captain Hero. Dich zuletzt gesehen bei großartigen Heldeneinführungskurs ist schon lange her. Halt die Backen! Was in der Bizarro-Welt passiert ist, bleibt in der Bizarro-Welt. Nun, technisch gesehen, Toilette an kleiner Bahnhof war nicht Bizarro-Welt. Hm? Komm schon, Xander, tanz mit. Oh, ich kann das nicht. Aber natürlich kannst du das. Jeder kann tanzen. Tja, ich hab da so einen Spezialmove. Aber ihr würdet mich nur auslachen. Sei doch nicht dumm, Dummerchen. Oh! Das ist wirklich scharf. Jetzt ist er einer von uns. Ich konnte endlich ich selbst sein. Ja, ein schwuler Sender. Ich finde dich echt total süß, Xander. Oh, oh, und ich finde dich echt süß. Psst, sei jetzt ganz still. Ich werde deinen mächtigen Gefangenen aus seinem Lager befreien. Oh. Hey, ja, wird erledigt. Das waren die von der NBA. Wenn wir noch 10.000 weitere hochwertige, gefälschte Markensportschuhe bis morgen Mittag ranklotzen, sind wir reich. Reich, sag ich dir. Ich weiß, Ling Ling. Was du jetzt brauchst, ist eine überzeugende, klassische Aufmunterung, Kumpel. Du kannst das schaffen, kein Zweifel. Die Welt ist stolz auf dich, weil es dich gibt. Ich kann die Scheine schon riechen, mein Kleiner. War die beste Schwulenfeier meines Lebens. Und ich hätte nie gedacht, dass mir das jemand kaputt machen könnte. Oh, aber da hatte ich leider Unrecht. Schwules Unrecht. Hallo, Pac-Man. Oh, hey, dich hätte ich auf dieser Party sicher nicht erwartet. Oh, dasselbe könnte ich auch von dir behaupten. Das ist verschärft. Weiß deine Freundin was davon? Oh, hör zu, Pac-Man. Ich weiß, deine Ex und meine Freundin sind gut befreundet. Aber könnten wir das hier für uns behalten? Hm? Ich meine, es gibt keinen Grund, weshalb Miss Pac-Man wissen sollte, dass ich schwul bin. Oh, Schätzchen. Ich glaube, sie weiß es ohnehin schon. Oh, du und Pac-Man, ha? Huh? Tja, du wärst nicht das erste Früchtchen, das er verspeist. Scharfe Foxy, du bist klasse. Hast es voll drauf, mach sie nieder. Oh Gott, Foxy, verstehst du es nicht? Diese transige Labertasche wird meiner Freundin erzählen, dass ich schwul bin. Du meine Güte, sie wird völlig ausflippen. Was soll ich jetzt nur tun? Was soll ich jetzt nur tun? Ich frage mich, wozu das gut ist. Mann, ihr hättet mich da draußen auf der Tanzfläche sehen müssen. Ich habe getanzt und... Was zum... Hallo! Du bist ja ein lustiges Kerlchen. Wie heißt du denn? Was für eine Party! Diese Schwulen haben das Haus sauberer hinterlassen, als es vorher war. Du musst jetzt stark sein. Ruf sie an. Deine Freundin verdient die ganze bittere homosexuelle Wahrheit. Foxy hatte recht. Sie musste es erfahren. Und die nackte Tatsache ist, ich liebe eben Männerhintern. Xander, Gott sei Dank rufst
fängst du an? Der böse Fürst Slashdepp lässt mich gerade in eine Grube voller Kobras hinunter! Ja, gut für dich. Hör zu, bevor wir über deine Probleme reden, gibt es etwas, das ich... Diese Schlangen fressen mich gleich auf! Psst, bitte, Liebling, wäre nett, wenn du mich kurz ausreden lässt. Ich bin schwul. Was für ungeheuerliche Qualen! Was? Du bist schwul? Mais oui. Aber keine Sorge, ich werde meine ewig währende Mission, dich zu retten, weiterführen. Ha, drauf geschissen. Ich will nicht von einem rosettengeilen, oralfixierten Nachthemdträger gerettet werden. Also flieg mit deiner Fleischrakete ins Schokoladenland. Ist mir egal. Auf Nimmerwiedersehen, Sender P. Whipplebottom. Warte, leg nicht auf! Sei stark, Sender. Sei stark, Sender. Guten Tag, Sel. Ich arbeite in echter Ausbeutelbetrieb in Vietnam. Ihre Schuhe uns alle unterbezahlten Job wegnehmen. Will verhungern ins Glase. Und was willst du dagegen unternehmen, Reisfresser? Bitte, Ellenwelter Schweinedämon. Ich muss jeden Tag Haffelschleim für 47 Brüder und eine Schwester kaufen. Ach, Tatsache? Dann ist das schon blöd gelaufen, hä? Mein ganzes Leben hatte ich nur eine Aufgabe. Ich war auf der ewig währenden Mission, meine Freundin zu retten. Aber jetzt, da ich auf einmal schwul bin, habe ich keine Aufgabe mehr. Ich wünschte, ich wäre tot. Ach komm schon, wenn du an einem Bahnhof stehst und die verkaufen Postkarten der Bizarro-Welt, würdest du auch davon ausgehen, in der Bizarro-Welt zu sein, richtig? Ich meine, da liege ich doch nicht falsch. Auf Wiedersehen, du grausame Welt! Oh mein Gott, Xander! Oh, was für ein Glück, dass du nicht tot bist. Jedenfalls nicht in der echten Welt. Auf Wiedersehen, du grausame Welt! Ja! Auf Wiedersehen, du grausame Welt! Das könnte länger dauern. Auf Wiedersehen, du grausame Welt. Au. Xander hat die ganze Nacht damit verbracht, sich umzubringen. Verdammt, Xander! Dieser Lärm, da kriegt man doch kein Auge zu. Kannst du dich nicht etwas leiser umbringen? Nimm dir an Bizarro Captain Hero ein Beispiel. Ja, richtig, richtig. Er hat sich umgebracht. Sicher, sehr tragisch. Entschuldigt, ich bin gleich fertig. Ich habe nur noch ein Leben übrig. Warte, anstatt dich umzubringen, könntest du nicht einfach damit aufhören, schwul zu sein? Clara, du bist doch zu dämlich. Homosexualität ist eine Eigenschaft, mit der man geboren wird, wie rote Haare oder eine Nabelschnur. Homosexualität kann man sich nicht einfach wegwünschen. Das ist es, schwarzes Gossenmädchen. Wir wünschen uns das Schwulsein weg. Jetzt müssen wir nur noch den Genie in der Wunderlampe finden. Eine vorzügliche Idee. Genau das machen wir. Es gibt nur eine Person, die weiß, wo die Wunderlampe ist. Und er hat geschworen, den geheimen Standort niemals preiszugeben. Aber glücklicherweise kenne ich seine einzige Schwäche. Sag uns, wo die Lampe ist, du mieses, lügendes Dreckstück. Lampe? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Au! Hör zu, Schlampe, sag uns, wo die Lampe ist und wir werden beim Staatsanwalt vielleicht ein gutes Wort für dich einlegen. Leute, ernsthaft, ich weiß nicht mal, was eine Lampe ist. Mieser Pisser, ich räume diesen nutzlosen Klebstoffschnüffler aus dem Weg. Der hat gestern schon einen kalt gemacht. Ich werde reden. Ich hab die Lampe in meinem Po. Ich steck da Sachen rein, weil es einen coolen Effekt hat. Ja. Etwas nach links, weiter links. Okay. Der Hauptgewinn. Hast du überhaupt ein Los gezogen? Tja, das wäre dann die letzte Kiste. Die von der NBA werden Sie in einer Stunde abholen. Ja, ich werde stinkend reich sein. Und rein gar nichts könnte jetzt noch schiefgehen, Kumpel. So sieht man sich wieder, Mr. Sir. Wir machen aus Ihnen Nummer 107 Mittagsfamilienmenü Schweinchen-Süß-Saul mit lieblicher Beilage. Wollen Sie Lais oder etwas Gemüse? Oh, sicher. Meint ihr, ich hätte vor ein paar asiatischen Rotznasen Angst? Individualität abgeklemmt! Zusammen! Thank you.
ganz vergessen, dass Asiaten sowas drauf haben. Lingling, rette mich! Benutz deine abgefahrenen Kräfte! Ich wollte, dass es Xander wieder besser geht. Nicht nur für ihn, sondern für die ganze Menschheit. Ich hoffe, ich mache das auch richtig. Hey, 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 ich bin Groucho Marx, sag das Passwort. Jetzt bin ich ein durchgeknallter Seemann. Jetzt bin ich ein männliches Kindermädchen. Und jetzt bin ich ein verrückter Arzt, der Krankheiten mit Witzen und einer roten Nase heilt. Jumanji, nanu, nanu. Wow, du bist ja ein Hofnarr. Rutsch mit den Regeln rüber, Mann mit Bart. Der Kandidat bekommt einen Wunsch und keinen weiteren. Oh, okay. Ich wünsche mir, nicht schwul zu sein. Tja, Kumpel, dann steh mal kurz auf und... Was redest du da, Xander? Nun, das ist mein Wunsch, nicht länger schwul zu sein, damit ich mein altes Leben zurückbekomme. Oh, das ist zweifellos der beleidigendste Wunsch, den sich jemals irgendjemand von einem Genie gewünscht hat. Ich meine, fast gleich auf mit diesem Kleinkindwunsch. Das war auch die Härte. Ein Ausflug in den Zirkus, wirklich. Was? Aber du bist... Nein, entschuldige, Schätzchen. Diesen erbärmlichen Wunsch kannst du dir mit Verlaub in deinen schwulerhassenden Arsch schieben. Bitte warte, Genie! Genie, was ist denn los? Sei stark, Xander! Sei stark, Xander! Oh! Ich dachte, ich wäre tot, Mann. Aber plötzlich fiel mir die eine Sache ein, nach der alle Asiaten streben. Oh, ich hab's, Ehre! Lingling, du willst Ehre, nicht wahr? Okay, du kriegst von mir Ehre. Aber zuerst musst du diesem chinesen Kinder-Transformer-Teil den Arsch versohlen. Lingling into battle, go! Aber Lingling, gerade habe ich sie gedacht, auch gerade Mini, auch gerade Play-Play. Wieso bist du so glücklich? Ich hätte mit diesem NBA-Deal Millionen verdienen können. Jetzt haben wir gar nichts, außer einen Haufen ausgebeuteter Chinesenkinder. Große Ehre, an Fuß von Shaquille O'Neal zu sein. Diese Ehre nicht so überzeugend. LeBron James ist die Zukunft. Ich bin so froh, dass wir unseren neuen China-Freunden helfen konnten. Und Lingling, ich habe deine Portion Ehre nicht vergessen. Xander, nur keine Sorge. Wir werden schon eine Lösung finden. Nein, werden wir nicht. Ich hätte mich umbringen sollen, als ich noch die Chance hatte. Nun, du kannst dich doch jetzt immer noch umbringen. Warte, warte, warte. Nein, bring dich nicht um. Hey, hör zu, Kumpel, es gibt viele schwule Gründe zu leben. Ich zum Beispiel erfreue mich am Ballett, esse gerne Crepe und liebe Sonnenuntergänge. Sekunde, soll das etwa heißen, du bist auch schwul? Schnellchecker. Ja, aber du bist so attraktiv und witzig und einfach ein Traumtyp. Und du bist weinerlich, selbsthassend und höchstwahrscheinlich zweigepolt. Du bist voll mein Typ. War das der Moment? War das etwa Liebe? Schwule Liebe? Wieso leistest du mir und meiner Wunderlampe nicht Gesellschaft? Und diese Zweideutigkeit ist durchaus beabsichtigt. Brrr. Ja, Sir! Ich springe in die Lampe! Huba Buba! Fürst / Depp? Ich reiße diese Wunderlampe ohne besonderen Grund an mich! Mein Ein und Alles. Ja, Xander, es wird dir sicherlich besser gehen, wenn du dich umgebracht hast. Mich umbringen? Niemals! Ich muss den Genie retten! Genauer gesagt, wage ich es auszusprechen? Ich bin Xander! Und ich bin auf der ewig währenden Mission, meinen Freund zu retten! Hast du das gehört, Clara? Aber natürlich! Fass mich nicht an! Xander hat also endlich eine neue Aufgabe gefunden und männliche Liebe erfahren. Und wie in jedem Märchen wird er ganz sicher überglücklich und zufrieden leben. Natürlich nur, bis Gott seine schwule Seele verbannt. Aber bis dahin wird er glücklich sein.
Also diese Clara ist so eine vorlaute, dumme Labertasche. Ich liebe die Schwulen, kommt schon, die sind doch zum Fressen süß. Und die Erfindung von Haargel-Produkten, das war einfach genial, kein Zweifel. Was zum... Hallöchen, du bist ja ein lustiges Kerlchen. Wie heißt du denn?